ihr Hübschen. Also ich habe ein T-Shirt an, ne? Von meinem anderen Kanal. Es tut mir auch sehr leid, aber ich wollte euch heute mal erzählen, was ich gemacht habe. Also, erstens habe ich ein paar Sachen angerufen, um zu erfahren, ja, ob die nächsten Monate für mich etwas gesichert sind oder unsicherer sind und ich vielleicht doch nochmal 10 Kilo verliere. Nach Stand der Dinge sieht es eigentlich ganz okay aus. Andererseits denke ich mir, naja, muss ich mal gucken, was es gibt. Und dann war ich erst mit meinem Hund, ja, der auch jetzt gleich noch raus muss. Dann bin ich mit dem Bus in die Stadt gefahren. Und was habe ich zuerst gemacht? Ach, ich war erst bei der Post. Ich war erstmal bei meinem Postfach und habe geguckt, was es da Schönes gibt. Und ich habe Gutschein gewonnen. Oh, wie schön. Den muss ich jetzt mal einlösen gehen. Und dann werde ich das Ganze, was ich da gewonnen habe, verschenken. Das wird auch schön sein. Und jetzt kommt mein Jekolein. So. So viel dazu. Und was habe ich dann gemacht? Ach ja, da war ich. Ach, ich habe ich bei Instagram auch gepostet. Ich war im Brillenparadies. Ich war bei Vielmann. Und habe mir erstmal eine Ersatzbrille, ja, ich gebe es zu Nulltarif bestellt, weil ich würde ja gerne jetzt meine tolle Brille, die ich ja habe, mit meinen Spezialgläsern, die ich brauche für meine Stärke, weil ich so, ich sag mal, halb blind bin, aber noch nicht ganz. Also ich meine, es gibt noch schlimmere Stärken, in Anführungsstrichen. Aber wenn man diese Stärke hat, also ich meine, ich habe minus 6,25 oder 5 oder 6,50 minus, also Kurzsichtigkeit. Und auf der anderen Seite, irgendein Auge, minus 7,00 oder was auch immer, auf jeden Fall so stark, dass die Gläser, also wenn ich jetzt keine speziellen Gläser, also das sieht man jetzt hier so, das kann ich euch dann auch zeigen mit der Ersatzbrille, wie das dann aussieht, dass die Gläser einfach dicker sind. Und dann ist das Ganze schwerer auf der Nase und das tut mir einfach weh. Also das habe ich die letzten Jahre, ich meine, ich habe die letzten Jahre immer diese Bügellosen gehabt. Ich weiß nicht mehr, seit wann ich damit angefangen habe. Und diese Brille mit den Gläsern hat 1250 Euro gekostet. Ja, und wenn ich nur, also wenn ich ein Gestell noch habe, also so ein Losen, so, kostet mir das jetzt nach Stand der neuen Vielmann und der neuen ganzen Sachen, was sie da so erfunden haben, 550 Euro für zwei Gläser zusammen. Also für die ganzen Sachen, Entspiegelung und was diese richtige Schleifung und so, was ich halt so brauche, damit ich richtig gucken kann. So, und das Angebot habe ich mir jetzt auf meine Wunschwand geklebt. Nicht geklebt, sondern gehangen. Genauso wie die Brille, die ich mit den Gläsern haben möchte. Diese Wand werde ich euch auch demnächst mal zeigen, also im nächsten Video. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ja, da war ich irgendwie fertig mit dem ganzen kurzen Vielmann-Gespräch und der Brille-Guckerei. Ich habe da auch eine interessante, schöne gefunden. Die werde ich dann wahrscheinlich demnächst erstmal die ganze Zeit aufsetzen, weil diese Brille hier mit meinen alten Gläsern einfach zu sehr verkratzt ist. Und mir das einfach etwas stört und auch, ja, ist halt so. Ich kann mir auch kein Geld aus den Rippen schneiden, also es wäre ja schön, wenn ich sofort 550 Euro irgendwo her habe und damit dann halt meine, ja, da die Brille aufsetzen kann und endlich wieder gucken. Und dann war ich etwas in der Stadt bummeln. Ich meine, ich war in so Mittagszeit so oder was auch immer. Es war eine Zeit, wo viel oder wenig los war, sag ich mal. Und ich hatte so das Gefühl, ey, das ist cool hier. Kein Mensch, so, also wenige Leute, ja, die so durch die Gegend laufen und nicht so voll, so, dass man keine Luft kriegt, keinen Platz, kein weiß ich nicht was, kein Rad an der Erde oder so. Und da war ich halt bei Nanunana und habe da auch was gesehen und habe gedacht, ja, jeder, also ich meine, es haben ja schon einige bei YouTube so eine Leuchte-Ding, wo die Schrift drauf ist und wo man den Kanal oder seinen Namen eingeben, mit dem Buchstabe reinmachen kann. Das kostet 20 Euro, also 19,95 Euro, glaube ich. Das haben wir natürlich auch weniger. Ich meine, ich hatte nur noch 20 Euro in der Tasche oder im Portemonnaie. Und da ist mir aber was, also ich meine, mir ist was begegnet und das war richtig günstig und das musste ich mitnehmen, Leute. Dieses Teil musste ich mitnehmen.
9,95 € bei Nanunana bis zum, ich weiß nicht, das ist ein Angebot bis Februar irgendwann. Und da steht da drauf, du bist mein, eine kleine, perfekte Welt. Und dieses hier wollte ich meinen Schatzi jetzt schenken. Ich meine, die Farbe ist nicht ganz so prickelnd, aber ich finde, das ist nicht mal so schlecht. Und dann kann er sozusagen seinen Kaffee, muss man erst vorher spülen, ne? Mit, also ich meine, dann ist der Kaffee halt immer mit, ob er jetzt im Auto ist oder nicht, und das bleibt dann ein bisschen warm. Ist auch spülmaschinenfest, das ist auch so cool. Und das Beste ist auch schon umweltfreundlich, ne Leute? Für alle, die nicht nur genussvoll, sondern auch verantwortungsvoll ihren Kaffee schlürfen wollen. Ich bin kein Kaffeeträgerin, aber man kann ja bestimmt auch Tee reinmachen. Naja. Der Bambo2Go ist ein ganz besonderer Mehrwerkbecher. Denn er besteht hauptsächlich aus Bambus, Fasern und Maismehl. Innovativ, schick, langlebig und dabei so umweltfreundlich. Welch ein Naturtalent. Ja, finde ich auch. Ich meine, ich hätte mir gerne zwei mitgenommen, aber ich hatte das andere Geld für einen kleinen Einkauf eingeplant. Also ich meine, man braucht ja auch ein paar Lebensmittel, ne? Aber ich finde, das ist auch richtig... Hallo! Das ist echt cool. Ich meine, ich hab mir den übrigens, so einen Becher habe ich mir... Also ich habe bei einem YouTube-Kanal, oder mehrere haben das bestimmt schon vorgestellt, aber ich meine jetzt bei dem einen YouTube-Kanal, wie heißt der denn nochmal? Irgendwas mit vegan. Da hatte die eine das vorgestellt... Und ich habe gedacht, auch so ein Becher wäre jetzt nicht schlecht, aber der kostet ja sonst normal 14,95 €, glaube ich, oder so. Oder 14 € irgendwas. Naja, warte mal, steht ja auch drauf eigentlich, ne? 14,95 €, guck mal, das ist der richtige Preis. Und jetzt ist es halt bei Nanunana noch bis Februar für 9,95 €. Also vielleicht kriege ich das ja noch hin, dass ich mir noch einkaufen kann nächsten Monat. Und ich dann Geld übrig dafür habe, dann freue ich mich darüber, dass ich dann auch einen habe. Ich meine, den schenke ich meinen Schatzi. Und ich wollte dann auch noch, also ich habe gedacht, ich mache da noch so schönes, weil es da so schöne Herzchen drauf, ja. Schreibe ich noch drauf, ich liebe dich, und dann unterschreibe ich. Das ist doch eine gute Idee, oder? Oh, das ist eine gute Idee, das finde ich gut. Oh. Aber er weiß davon noch nichts. Ich habe nur geschrieben per WhatsApp, ich habe dir was gekauft. Auch wenn, ich meine, das sieht eher mädchenhaft aus, aber ist egal, ich bin halt so verliebt. So. Ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt in diesen Becher und überhaupt in meinen Schatzi. So, ich bin verliebt in meinen Schatzi. So, das wollte ich euch nur mal erzählt haben. Und was habe ich danach gemacht? Ja, danach bin ich wieder nach Hause gefahren. Ich meine, ich war ja halt noch einkaufen, habe mir ein bisschen was zu essen geholt. Und jetzt bin ich hier und gehe gleich erstmal mit dem Hund. Und wollte euch einfach nur über diesen leckeren Becher, also ich weiß, der lecker ist ja nicht, kann man ja nicht essen, ne? Aber da kann man ja was raus trinken. Diesen schönen, schnuckeligen Becher erzählen. Du bist meine kleine, perfekte Welt, yo. Also, und hier ist halt die Aha-Fanwelt. Also ich meine, geht einfach auf meinen zweiten Kanal, da könnt ihr auch was sehen. Da lade ich gleich auch noch ein paar Videos hoch. Ich habe nämlich noch ein bisschen was gemacht, yo. Und freue mich darüber. Eigentlich würde ich ja jetzt gleich ein paar Videos mehr hochladen und ich meine rausschicken. Aber ich werde einfach so wie letzte Woche, da habe ich halt ein bisschen vorgearbeitet, sage ich euch. Und habe die einfach hochgeladen und für planmäßig irgendwie, also ein Datum und eine Uhrzeit. Und dann sind die einfach so rausgegangen und ich hatte halt ein bisschen mehr Zeit hier für mich. Und habe deswegen... Kreativarbeit in meine Wohnung gemacht. Ein bisschen was ausgeräumt noch und eine schöne Wand kreiert. Also die kann ich euch dann mal zeigen. Irgendwie floss es einfach so erst mir und ich habe gedacht, jetzt fange ich damit an, weil ich habe ja schon angefangen mit so einer App, ne? Diese Musical oder Musical App, ja? Die finde ich auch so toll. Ich meine, da sind so Lieder drin. Ich meine, hallo, da bin ich sogar auch sehr, also ihr könnt also so mit mir ein Duett machen.
Erstmal mit meinen Liedern, nur du und von dir geträumt. Nochmal kurz eine Information. Und sonst gebe ich da jetzt die ganze Zeit Künstler ein. Also ich meine auch, ja wirklich, die einen oder anderen, die singen gar nicht mehr. Ja wirklich, also ich meine Marielle, die singt erstens gar nicht mehr. Die hat mit 14 wieder aufgehört. Nicole Boos gibt's auch. Also ich meine, ich weiß nicht, wo die alle abgeblieben sind. Ich habe keinen Kontakt mehr. Es tut mir auch leid. Also ich könnt ja mal gucken und anrufen, ob die Telefonnummer noch stimmt und fragen, ja, hallo, kommt, wollt ihr nicht nochmal wieder singen oder was macht ihr gerade so? Dann könnte man darüber berichten. Wobei, das interessiert ja auch wahrscheinlich keinen, was Leute machen, die halt aus der Schlager- und Volksmusikbranche auf einmal flupp weg. Also erst waren sie groß raus oder wollten groß raus oder die eine oder andere, ich sag mal, ich kenne auch eine Grand Prix der Volksmusiksängerin, mit der telefoniert? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich sie nochmal erreicht, weil ich habe gedacht, oh! Ja, und dann hat sie mir geschrieben, dass sie halt sich zurückgezogen hat, weil dieser Rummel, ja, das ist ja wirklich auch viel Rummel. Ich meine, hallo? Naja, ist ja so. So, wenn so viele Fans alles von einem wollen und so. Aber ich bin halt stolz, dass ich mit ihr ein Interview hatte. Es ist übrigens auch hier in meinem Kanal und die Sängerin heißt Belzi, sag ich jetzt mal so. Ist ja kein Geheimnis, sag ich mal. Und die halt sie verfolgt hat bis zu ihrer, ich sag mal, ist ja keine Rente, aber bis zum Rückzug. Wissen ja auch natürlich, wo sie wohnt und was sie noch macht. Und andere, naja, die haben sie wahrscheinlich weniger miterlebt, weil sie ja so, ich meine, jetzt guckt wahrscheinlich der eine oder andere hier rein und weiß es sowieso nicht. Ach, Entschuldigung, ich bin schon wieder im falschen Kanal, Leute. Ich vermische jetzt gerade meinen Kanal. Auf jeden Fall, das Interview von Belzi gibt's auf Aha Fanwelt, so, auf meinem anderen Kanal. Ja. Jetzt habe ich mich verquatscht, tut mir leid. Das kommt davon, wenn man zwei Kanäle hat. Nein, ich meine, man ist halt so in Erinnerungsschwelgung. Ich meine, das kam jetzt nur von dieser App, ne? Ich lade jetzt die App Musical-Videos ja hier auf meinen Anja Herbig-Kanal hoch und die Interviews auf den Anja Nena-Kanal. Und der heißt Aha Filmwelt. So, jetzt bin ich wieder richtig im Kopf. Jetzt sind wir auch wieder richtig auf dem Kanal hier bei Anja Herbig. Ich lade es einfach so hoch. Ihr wisst ja Bescheid, ich bin ein bisschen gerade mit den YouTube-Kanälen ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich so geschwärmt habe, so von meinen Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Freundinnen, wie auch immer, was auch immer. Ich meine, das ist alles mal mein Herzens... wie geht das Herzchen hier? Ich meine, das ist halt meine Musikrichtung. Was kann ich denn dafür, wenn ich gerade wieder voll aufsprühe, weil ich so viele Menschen höre? Ich meine, so viele Leute, so viele CDs und so viele Musik, die mich gerade inspiriert. Das ist doch unverschämt. Ich meine, das ist doch unverschämt schön, oder nicht? Also ich meine, ihr könnt doch einfach wegklicken jetzt. Ich meine, das ist sowieso schon zu lang. Aber das war gerade so. Vielleicht hätte ich das T-Shirt ausziehen sollen. Dann wäre ich nicht auf den anderen Sender gekommen. Auf den anderen Kanal, meine ich. Sender, jetzt komme ich auch schon. Ich meine, jetzt denke ich auch schon, wir machen TV, Leute. Nein. Aber so viel dazu. Ich gehe jetzt erstmal mit meinem Hund und reagiere mich ein bisschen ab von dem Ganzen hier. Und dass ich mich etwas sortiere. Und dann geht's weiter demnächst, ne? Also, so viel dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Und schaut meinetwegen auch auf einen anderen Kanal vorbei, wenn es euch jetzt in Schlager- und Volksmusik interessiert. Oder die neuen Videos, die ich da hochlade. Oder die neuen Videos, die ich hier hochlade. Wie auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst euch einfach nur gut gehen. Schöne Zeit noch. Ciao.